5 Festgenommenen wurden nach Stade gebracht, um dort dem Haftrichter vorgeführt zu werden. Zugriff um kurz nach 6. Heute Morgen durchsuchen Spezialeinheiten der Polizei insgesamt 22 Wohnungen in NRW und im Westen von Niedersachsen, wie hier in Osnabrück. Eine Großrazzia auf der Suche nach Drogen wie Cannabis und Kokain, aber auch Geld und Waffen. Aktuell laufen die Durchsuchungen und wir tun natürlich alles Mögliche daran, jetzt Beweismittel zu finden, um die Mitglieder dieser Drogenhändlerbande, um die es geht, dingfest zu machen. 3 mutmaßliche Drogendealer wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft Osnabrück vorläufig festgenommen. Ermittelt wird insgesamt gegen 17 beschuldigt. In Dinklage im Landkreis Vechta wurde eine professionelle Indoor-Marihuana-Plantage über gleich mehrere Etagen entdeckt.